nicht zu dir kommen, weil sonst bin ich erledigt. Ich bin hier. Komm einfach rüber. Du hast Waffen. Ich Benutz habe sie. eine Viertelheilung. Das bin Das ja ist schön für dich. fast Ich habe tot. weniger und ich bin trotzdem rein. Muss halt ausweichen und blocken. Das mit dem Blocken war noch nie meine Stärke. Ja, meine auch nicht. Wir fangen schon mal an zu looten. Vielleicht kriegen wir irgendwo Medizin. Von wegen, hier ist alles wieder da. Nichts ist hier. Es sind zumindest alle Leute wieder da. Die Koffer sind alle leer. Scheiß drauf, ich renne jetzt in die fucking Höhle. Ende. Und sag mir, wo Ist die Höhle sicherer. ist. Ja, wenn ich diesen scheiß kleinen See finden würde, der Ich hier hab einen eigentlich Ball. direkt um die Ecke ist. Ach du Hier, da! Scheiße. Genau da, du bist dann vorbei! Hier! Umdrehen! Ja, da sind Leute. Ich werde angegriffen. Ich bin gleich tot. Ja, gut, ich gehe runter. Wo bist du? Du siehst doch meinen Namen. Nee, ich sehe das Haus. Ich bin sowas von am Arsch. Ja, die Höhle würde ich jetzt auch gerne noch sehen, Ja, dann deswegen. komm doch endlich her. Du siehst meinen Namen lang und breit auf dem Scheiß-Screen. Es ist nicht so komplex. Du Ja. siehst Dinge. Du siehst Dinge. Dann kannst du darauf zugehen. Zuschleichen, meinst du? Nein, du rennst einfach durch. Mein Charakter kann gerade nicht rennen. Da haben wir das Problem. Aber ich komme. Ich komme langsam, aber ich komme. In Das zwei, drei wünscht sich doch jede Stunden. Frau. In zwei, drei Stunden. Bin ich da auch mal bei dir. Wenn ich nicht vorher sterbe. Zur Hölle bist du da komplett andersrum hingekommen überhaupt? Orientierungssinn und so. Zum Fick. Ja, ein bisschen Heilung, Medizin wär gut, weil ich habe null, ein Treffer und ich bin tot. Nein, es ist nicht ein Treffer und du bist tot. Du denkst immer, es ist ein Treffer und du bist Ja, guck dir tot. meinen Energiebalken an. Ja, das kann ich gern machen. Du streamst ja. Oh ja, das sind mindestens drei Treffer, die du aushalten kannst. Tja, du bist wahrscheinlich am anderen Ende des Dorfes. Du bist dreimal an mir vorbeigerannt. Dreimal. Ich habe gerade null Orientierung und weiß nicht, wo zum Geier du bist. Sieh das Du Haus? siehst meinen Namen Nee, ich auf sehe deinem das Haus. Bildschirm. Sieh das Haus? Ich sehe, ach, da hinten, da bist du. Oh Gott. Also es tut mir wirklich leid. Es ist manchmal wirklich belastend, mit dir Spiele zu spielen. Okay, und wie zum. Okay, ich komme in die Höhle rein, wo ich ihnen nicht Ja, da. verrecken werde. Ich weiß nicht mal, ob da Gegner sind. Ich glaube es nämlich nicht, weil du da normalerweise tot reingehst. Wenn ich nur ein bisschen Fallschaden kriege, frage ich hier unten. Da gibt's keinen Fallschirm, du kletterst da runter. Oh, du bist schon unten. Lol. Ich bin unten. Und ich habe hier übelsten Leck. Ja, es war lädt. So, und jetzt können wir erstmal hier looten gehen. Mit Oh, L kannst ich du. hab einen Kompass. Okay, Kompass ist schon mal gut. Das heißt, den müsste ich auch haben. So, und ich habe hier Ich habe eine Koffer. Karte. Ich habe den Du Typen hast eine gefunden, der hat Karte. eine Karte und einen Kompass. Ich habe Karte und Kompass. Das ist Ja, schon mal siehst du, sehr gut. das ist doch genau das, was wir brauchen. Und hier ist Medizin. Karte. Habe ich Wunderschön. jetzt die Medizin genommen? Ja, ich habe die Medizin genommen. Das ist Und sehr gut. Kompass. Ja, Medizin habe ich auch genommen. Siehst du, deshalb wollte ich in die Höhle. Jetzt haben wir nämlich eine Chance gegen die ganze Scheiße. Ich habe hier keinen Beziehungsweise, wir Brief. gehen den als. Ich würde sagen, wir gehen den Alternativausgang A raus, general aber is God trotzdem. punishes a parent, oder was? Ich habe hier einen Brief, wo was Komisches drauf stand. Ach, Timmy schreibt nur wieder Sachen. Das ist normal. Er ist ein glückliches Kind. Wollen wir noch weiter rein hier, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen den Alternativausgang raus, weil da sind gerade 10.000 Ureinwohner.
Ich folge dir. Oder? Gehst ja, voran. Gut. Also ich sag mal so, eigentlich sind das ja Mutanten, alle die Leute hier, aber ist ja egal. Nennen wir sie Ureinwohner. So, ich guck mal auf die Map. Okay, vor uns sind zwei Abzweigungen. Das ist schon mal schön. Also ich bin wieder geheilt und Hunger ist... Ah, da sind Gegner. Gleich sind gar keine Gegner mehr im Moment. Du hast doch Pfeil und Bogen, oder? Sonst du doch. Ich habe vor allem Molotow-Cocktail. Oh nein! Vorsicht, brennt! Okay, Gegner sind weg. Na toll. Voll in die Fresse! Wie kann ich den Bogen wieder entladen? Einfach einmal schießen. Du kannst den Pfeil aufsammeln. Wenn ich sie sehen würde. Okay, ich habe keine Pfeile mehr. Hast du Steine dabei? Naja, ich gucke einfach mal, ob ich genug habe. Ich habe Menschen. Ja, mach mal Steine da rein, dann können wir ihn verbrennen. Du hast abgebaut! Ja. Was ist denn mit dir? Ja. Cool, jetzt haben wir definitiv nicht mehr genug. Dann lass uns weitergehen. Ich guck jetzt erstmal, ob ich hab drei Stück. Okay. Ja, cool. Hast du zufällig fünf Steine? Jetzt pack die Steine mit Eder rein. Ein Stein fehlt. Belastend. Ja. Wenn du irgendwo einen Stein hier findest. Es gibt natürlich keine Steine. Wo sollte man in dieser Höhle Steine finden? Ja, ich habe keine Ahnung. Gehen? Hier liegt nirgendwo eine Stein rum, Morty. Nein, okay, wir gehen erstmal den Weg, würde ich sagen. Oh nein, da hinten ist Dings. Holz. Es gibt absolut keine Möglichkeit hier irgendwelche Steine zu bekommen. Nein, Seil. Okay, Seil kannst du mitnehmen. Glaube ich, oder? Wenn ich da hinkomme. Ja. Okay, Seil kannst du nehmen. Ich bin nämlich voll von Seilen. Ich nicht. Gut, Seil haben wir. So, wo wollen wir jetzt lang? Runter? Den einen Weg sind wir weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier weiter. Dann können wir her. Wir gehen hier weiter, ja. Okay, welchen Weg willst du? Links oder rechts? Den, wo die Gegner nicht sind. Alles klar, links. Dann wiederum, okay, ich habe noch einige Molotovs. Also. Muss mal kurz gucken. Oh, ich hab's. Hier ist ein Sackgasse. Gut, Moment. Hier müsste es Loot geben. Dann. Nee, hier gibt's gar nichts. Dann gibt es hier gar nichts. Gut, ich habe es übrigens gerade erfolgreich geschafft, mir drei Molotow-Cocktails bauen zu wollen und dabei Alkohol wegzusaufen. Ah, ja. Also wie im echten Leben. Achtung, da ist ein Gegner. Moment, gleich nicht mehr. Pass auf, ich bin da. Wo sind die Gegner? Hier, neben dir. Direkt neben dir. Oh, Jumpscare. Brennt. Der war, glaube ich, zu nah dran. Verdammt. Pfeil und Bogen. Oh, scheiße. Fuck it. Ihr könnt nichts.
Ihr seid nicht wie eure stärkeren Kollegen mit der Farbe. Oh. Molly, geh mal aus dem. Würde ich ja. Ich hänge. Oh, ich habe keinen Bogen, keinen Pfeil mehr. Angenehm. Oh, ich habe aber noch. Mayday. Wie kommen wir jetzt mit denen klar? Indem du draufhaust. Das sind die schwächsten Gegner, die es hier gibt. Die mitzunehmen, das ist, glaube ich, macht keinen Sinn. Lass uns weitergehen. Ja, ich meine, wir können auch ein Einmalfeuer einmal kurz bauen, aber sonst. Es geht ja nicht, wir haben nicht genügend Steine. Ein Einwegfeuer. Wir haben genug Stöcke. Also ich habe 3 Stöcke. Ja, ich habe 2 plus noch das, was alles im Feuer oben gerade steckt. Also es würde gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir bringen die dann alle auf einen Fleck und dann bauen wir ein Feuer drunter. Aber hier geht es weiter. Das sind zwei Richtungen. Zwei Richtungen? Oh. Spannend. Lass uns lieber weitergehen. Ich will hier raus. Hier gibt es nur eine. Es gibt nur eine Richtung. Also. Modi, komm mal zu mir. Oh, da unten ist Licht. Komm mal zu mir. Wo bist denn du? Also da geht es aber zurück. Nein, hier ist Licht. Oh, da geht's runter. Ja. Erst noch bin ich komplett geheilt. Ja, ich habe kein Essen mehr. Hast du Schokoriegel oder so dabei? Kann ich gleich mal nachgucken, wenn ich unten bin? Ich glaube nein. Ich bin auch hungrig. Ja, der hat noch einen halben Magen. Trotzdem bald hier raus. Hast du aber was Essbares dabei? Ich klettere noch. Egal, hier sind Koffer Unmengen. Hier ist Loot. Oh, ich glaube, hier gibt es die. Warte auf mich. Richtig gute Axt. Ich hab was. Alles gut. Snack. Ich bin wieder gut beisammen. Hast du auch noch was für mich übrig gelassen? Dynamit kannst du haben. Da gibt es 2-3 Stangen. Ich habe Heilung. Pfeile! Nice. Ja, Mann, es gibt die krasse Axt hier. Müsste für dich hier noch liegen. Hinter mir. Wo? Oh. Hm, eine Axt. Die krasse Axt. Nicht schlecht. Ja, und Sodas nehmen wir noch mit. Ich kann Dynamit irgendwie nicht mitnehmen. Dann bist du voll mit Dynamit. Nee, ich habe nur diese kleinen Flare-Sticks. Ah doch, hier unten. Dynamit 5. Oh, und ich glaube, wir haben rote Farbe. Ich hab Seil. Sollen wir uns anmalen? Wenn du meinst. Also ich hab mich. Bin rot. Wo hast du die... Medizin! Yeah. Ich hab 3 Medizin. Wechselkleidung. Wie sehe ich aus? Feide. Ja. Hast ein schwarzes T-Shirt und eine. Wir tragen dasselbe. Hast ein schwarzes T-Shirt und eine seltsame Jacke und eine Hose. Ich glaube, wir tragen dasselbe gerade. Weiß ich nicht. Okay, das hat sich extrem gelohnt. Damage ist hier gut. Damage ist da schlecht. Hast du noch irgendwas, Darf ich nichts liegen lassen? Rote Farbe. Ist für dich auch da. Sehr gut. Bin ich rot? Habe ich mich rot angemalt, oder? Ich glaube. Molly, ja. Schau mir ins Gesicht. Ja, wir sind beide rot. Ich habe die krasse Axt jetzt. Hast du hier irgendwas zu essen gefunden? Ja, ich habe Schokoriegel. Die habe ich aber schon weggehauen. Ich habe absolut nichts hier. Gibt's hier irgendwas zu essen? Wir haben hier hinten Stöcke gefunden und wir haben Dynamit, das heißt, wir können uns Essen machen. Okay. AKA, wir haben da oben Leichen.
Wollen wir uns was zu essen aus denen machen? Ja, sehr gerne. Wenn du so grün kannst. Ja, wie viele Stöcke hast du? Ich habe immer noch 3 Stöcke. Okay, da muss ich gucken, wie viele ich habe. Vielleicht reicht's für ein Feuer, ohne dass wir zurückrennen müssen. Warte, jetzt habe ich mehr. Jetzt habe ich 7. Ah, okay, gut, dann haben wir definitiv genug. Ist halt ein Einwegfeuer. Sieht doch fast nichts mehr dran. Ich bräuchte mal Essen. Das wird nötig. Hast dein Tablet noch mit? Dann kannst du mir was rübergeben. Ja, wie gesagt, ich hole jetzt erstmal kurz die Jungs von oben und dann machen wir uns ein schönes Beinfest. Würde ich sagen. Ich entbeine und arme schon mal ein bisschen. Ich kriege ja immer noch hoch. Ich glaube, das gibt viel Fallschaden, wenn man da runterfällt. Das gibt super viel Fallschaden, du kannst aber nicht runterfallen. Es bräuchte was zu essen. Wie gesagt, ich mach gerade. Alles gut, wir hätten jetzt 4 Beine und die sollten eigentlich reichen. Und anzünden? Kann ich gleich machen. Ich habe hier ein Bein gefunden. Das ist sehr gut. Wo wollen wir es anzünden? Ich würde sagen, außerhalb vom Wasser, gerade hier so auf den Gedärmen. Ich habe nur ein Bein. Ja, ich habe den Rest. Gleich. Pack's hier hin. Hast du ein Feuer? Ja, Moment. Hehe. Modi. Moment, warte mit dem Anzünden. Warte mit dem Anzünden, bitte. Ich habe das Bein als Waffe. Ja. Das ist aber super schwach. So. Jetzt will ich den erstmal hier droppen. Den anderen auch. Da können wir auch Knochen machen. Wo hast du den hingepackt? Aufs Feuer. So, und jetzt können wir. Warte, ich habe hier noch. Anzünden. Ich habe hier noch ein Bein. Ja, ich auch. Ja. Na dann. So, jetzt haben wir Essen und wir haben gleich Knochen. Den einen da oben, den können wir liegen lassen. Dann wiederum, ich guck mal eben, ob ich ihn noch kein Essen. Nee, der ist zu weit weg. Ah, hier. Ja, ich nehme auch mal ein Stück. Ich bin jetzt wieder relativ voll. Kann ich das andere noch essen? Kannst du? Die anderen zwei. Ich bin wie gesagt relativ voll. Ich brauche jetzt aber die Knochen. Errungenschaft, Fähigkeit, Minor, Kannibalism. Na, nice. Das war ein Kind, was wir verspeist haben. Oh. Ein Achievement für Kinder Kannibalismus. Sehr schön. Ich glaube, damit ist gemeint geringerer Kannibalismus, aber sonst, ja. Oder das zählt halt einfach, wenn du eine bestimmte Menge an Fleisch gegessen hast von Menschen. Ja, ich hab wieder ein bisschen Rüstung. Aber du musst zugeben, dass der Gedanke war nicht schlecht, das mit dem. Ja, du, der Gedanke ist gut. Ich meine, dann lebst du schon mal 10 Jahre länger. Mit dem. Oh, Bargeld. Gib. Was kann man damit anfangen? Später. Also entweder wir können es verfeuern oder wir sparen es uns auf für Automaten gegen Ende. Es wird Automaten geben? Es wird Automaten geben. Lass uns mal schnell hier raus aus der Höhle. Ja, wie gesagt, ich gehe hier gerade weiter. Ja, weil das ist der Weg weiter. Modi, weil ich habe langsam in Real Life Hunger. habe ich gerade mal langsam. Oh, ein Helm. Ich habe Schokoriegel gefunden. Ich habe irgendwas. Ich habe links. Kopf. Ich habe irgendwie ein Kopfding. So ein. Ich habe keine Ahnung, gehört, was das war. Das gehört deinem Sohn. Alles gut. Ein broken Toy. So, bist du jetzt? Wo bist du jetzt lang? Ich bin weitergegangen. Ach so, da in die Richtung.
Ja. Oh, Steinchen. Ja, sehr schön. Oh nein. Ich ahne, was hier kommt. Was kommt hier? Ich erahne, dass hier etwas potenziell mit sehr vielen Armen kommen kann. Ich hoffe, wir werden jetzt überleben. Werden wir. Du hast noch Molotov-Cocktail. Einen gerade gemacht! Dann wirf. Ich hab noch Pfeile. Der ist einfach verschwunden! Der ist hinter, der ist gerade vor mir. Die klingen sehr unerfreut. Treff ich irgendwas? Treff, glaube ich, nichts. Er steht nix. Direkt vor dir. Ich sehe nichts und ich treffe nichts. Das bringt, glaube ich, nichts, der Bogen, oder? Da hab ich irgendwas getroffen. Bogen bringt ein bisschen was. Der Bogen bringt offensichtlich einiges. Okay. Da! Ich glaub, ich hab keine Feinde mehr, glaube ich. Dann geh in den Nahkampf! Ich hab weder Ausdauer noch Leben noch sonst was. Ich sehe bloß nichts. Das regle ich gleich, Moment. Wirf Molotov. Molotov. Moment. Ich kann nicht reden. Eine Flare Gun. Jetzt siehst du Dinge. Okay, der war. Hier. Macht meine Waffe noch irgendeinen Schaden? Ja, deine Waffe macht ziemlich viel Schaden. Das war wild. So, das ist ein zweiter. Alles klar, ich heile mich mal ganz kurz auf mit einer von den Medizinen, die wir haben. Ich bin zum Glück noch heil. Ja, du bist heil, du bist ja auch nur Fernkampf gegangen. Da können wir tauchen. Können wir aber noch später nicht. Später dann. Wir können es versuchen, aber es wird nicht viel bringen. Oh, eine Spraydose hier. Für dich. Hab schon eine. Oh, cool. Dann können wir auf Flammen gehen. Airspray. So. Ja. Wie kommen wir jetzt hier raus? Dann können wir auf Flammenwerfer gehen. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ich nehme erstmal den Altbit. Schade, dass wir die Helme nicht. Schade, dass wir die Helme nicht mitnehmen können. Geht bestimmt mit Mods. Ja, tauchen wollen wir nicht versuchen. Wir können ja nicht einfach so respawnen mit unserem Zeug. Dann gehen wir mal weiter. Warte, ich habe hier noch einen Zahn. Ich komme gleich. Okay, hier geht es definitiv weiter. Wir müssen tauchen. Zumindest kurz. Warte, ich bin gleich bei dir. Ich sehe nicht, wo du hin bist. Oh, nein, wir müssen hier nicht tauchen. Alles gut. Ich weiß nämlich nicht, wo wir sind. Ich kann mal auf die Map gucken. Eventuell tauche ich gerade schon. Na, was? Ich bin im Wasser. Okay, cool. Ja, nice. So. Find ja, deinen Weg hier raus, Modi. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich meine, im Zweifel, die Tauchstelle ist noch da, dann sterben wir halt beide. Gibt es hier einen anderen Weg, wo wir nicht sterben? Nicht. Offensichtlich gibt es den nicht. Dann auf demselben Weg wieder raus, wie wir reinkamen. Und wer ist damit? Ah, hier geht's hoch. Warte, ich komme. Alles gut. Weiter voran.
Weil ich habe ja auch noch eine weiter, Map. Weiter, immer weiter. Eigentlich hatte ich mal eine Map. Auf M. Da steht nichts drauf. Doch, du musst mit linker Maustaste erstmal zoomen. Das, die ist weiß, die Map. So ziemlich. Ja, du musst unten, unten rechts in der Ecke müssten wir sein, momentan. Aha. Warum sind hier Flugzeugsitze? Weil die hier reingebracht wurden. Was macht das für einen Sinn? Weil die hier reingebracht wurden. Vielleicht können wir die Wand hier in Luft sprengen, Mordi, vielleicht. Können wir dann damit raus. Das kann tatsächlich sein. Ich mache mir erstmal ein paar Molotovs. Wir haben noch genug Sprengstoff dabei, dann können wir doch versuchen mal. Ich kann mal einen Dynamit in die Hand nehmen. Welche Wand meinst du? Oh, die hier. Die vor uns. Ja, wir können es versuchen. Ne, die hier, Mordi. Die sieht so aus, als würden sie einstürzen, wenn du ein bisschen sprengst. Ich meine, wir können es versuchen. Nein. Nicht. Schade. Die Antwort lautet nein. Dann gehen wir mal weiter so, ne? Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Weg. Dann müssen wir wieder runter. Ich habe hier ein Axt-Symbol oder so auf der... Was? Wo? Irgendwo dort. Moment, da muss ich wieder hochkommen. Ne, ich komme gerade runter. Nein. Warum? Du hast doch da oben ein Axt-Symbol. Ja, aber das ist unten, das Symbol. Was? Kannst gerne mal in meinen Stream reingucken. Mache ich jetzt auch gerade mal. Da ist so ziemlich, Ach so, das ist, das provisorische Feuer, was wir so halb aufgebaut hatten. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Ich würde sagen, hier lang weiter und dann tauchen. Beziehungsweise ich würde versuchen zu tauchen erstmal. Ich würde das nicht riskieren, das war... Weil wenn ich hier sterbe, Mordi, dann bin ich gearscht. Ich weiß, dann sind wir beide am Arsch, dann können wir den Spielstand eigentlich neu starten. Ja, ich sterbe auch gleich, weil hast vielleicht noch ein bisschen was zu essen für mich, weil... Ich habe nichts zu essen für dich, nein. Mein Hunger ist groß. Ich werd jetzt auch wirklich das mit dem Tauchen mal probieren. Es kann sein, dass das hier ist, hey, du kannst tauchen Tutorial gedacht ist. Also, ich gebe mein Bestes. Mach das mal. Nein, das ist definitiv nicht. Ich sehe nämlich einen Scheißdreck. Ich verhungere hier gerade nämlich. Ah, ich habe ein Bild von Timmy gefunden. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Dann aber schnell, weil ich verhungere hier gerade. Hast du nicht Schokoriegel mitgenommen? Ah, ein Schokoriegel habe ich gefunden. Sehr schön. Ja gut, der erfüllt extrem viel. Naja. So. Für das, dass es ein Schokoriegel ist? Das stimmt. Wo zum Henker bist du? Ich bin schon auf halbem Weg zurück. Oh Gott! Diese fucking Fledermäuse! Pass auf, dass du kein Corona kriegst. Alter! Das war, glaube ich, das erste Mal seit Jahren, in dem ich mich in einem Videospiel erschreckt habe. Holy shit! Und dann noch live, während ich nicht live bin. Wow! Ich habe mich nicht erschreckt. Du hast ja auch damit gerechnet jetzt schon. Zählt nicht. Ja, aber normalerweise. Du musst den Schrei fahren. Ja, aber normalerweise erschrecke ich mich ja gerade, wenn ich mich. gerade, wenn ich jetzt erwarte. Ich habe hier, glaube ich, noch einen Weg gefunden. Lass uns lieber ganz nach. Gleich nach raus. Ja, es kann sein, dass wir hierher gekommen sind. Ich weiß es nicht. Nach raus hier. Ah, hier auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, nicht vorher geklettert. Das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir sind mehrfach geklettert. Hoch und runter sind wir viel zu oft. Das
Sind wir hierher gekommen? Ja, wir waren ja, am Anfang. Sind wir. Alles klar. Aber pass auf, draußen, Modi, draußen sind. Wir sind, wieder im wir sind im Kannibalendorf. Ich hab Molotovs. Mr. Bones. So, wo geht's hier raus? Hier das Seil hoch. Ich hab wieder ein bisschen Eik aufgesammelt. Ich hab den ersten Gegner! Na toll. Steht einer vor mir. Ja, war bei mir auch so. Der verliert Zähne. Ich bin tot. Ich bin tot. Modi, wiederbelebt mich. Belebt mich wieder. Ich kann nicht. Hier sind fünf Leute. Scheiße, Mann. Dann ist das dein erster Tod. Dein offizieller. Ein zweiter. Der erste zählt nicht. Den hab ich erledigt. Ich schwöre dir, wenn du jetzt in der Höhle aufwachst. Nee, im Rucksack. Ich bin im Flugzeug. Alles klar, dann funktioniert das tatsächlich. Aber mein Rucksack müsste ja noch da sein. Dein Rucksack ist noch da, umringt von 10.000 Leuten. Nein, ihr Bastarde. Ich bin hungrig, ich sollte mir was zu essen holen hier im Flugzeug. Das Flugzeug müsste ja wieder dingend sein. Ich habe keine Ahnung. Ihr Wichser. Nein. Hier gibt's nichts zu essen. Ich hab noch einen erledigt. Oh, das war der, in dem wir die Pfeile versenkt haben. Ich brauche jetzt was zu essen und dann brauche ich meinen Rucksack wieder. Verdammt. Na mach das. Ich hab den Typen gefunden, in den ich vorhin meine ganzen Pfeile verschossen habe. Ich glaube, ich hatte Medizin im Beutel, oder? Warum zum Fick, Mordi? Das Messer fern. Warum habe ich das kaputte Spielzeug noch? Story-Item. Was du solltest, du solltest eigentlich auch die Flugzeugachse noch haben, aber die hast du auch nicht, ne? Die habe ich nicht. Aber in den Koffer müsste alles drin sein. Also ab zum Koffer. Weiß ich nicht, ich gehe jetzt erst mal Einwohner zurückbringen. Tja, Stock. Speichern, ich bin bewaffnet. Dass das was bringt. Ja, speichern sollten wir auch unbedingt. Du vor allem, du bist der Host. Ich sollte speichern unbedingt, damit wir die Höhle, abgespeichert haben. Die Höhle müssen wir abspeichern. Das war schon mal mit... Ich glaube, die haben dein Feld kaputt gemacht. Ist mir wohl, da war eh nichts drauf. Strukturen also an. Da war nichts drauf auf dem Feld. Und das Haus noch steht. Gerade noch so. Mord lässt was fallen. Oh Scheiße, der Totenkopf ist weg. Was? Hoffentlich nicht, mein Inventar. Also es kann sein, dass du einfach in der Nähe bist davon. Das glaube ich nicht. Also ich bin... Ich seh keinen Totenkopf mehr. Ah doch, hier. Ja, dann ist alles gut. Dann mache ich uns mal Bein. Würde ich sagen. Mach mal was zu essen, weil ich habe Hunger. Ja, wie gesagt, ich mache Bein. Während ich das Essen, du meinen Rucksack abhole. Ich bin mit einem Stock bewaffnet. Ich kann mir gar nichts. Das ist halt genau die Situation, vor der ich deshalb Angst habe. Du hast halt keine Waffe. Ich bring mal Mensch mit.
Ah, ich habe das Inventar wieder voll. Mit Kompass, mit einer Ja. Kassette. Okay. Die hatte ich Kassette vorher hast du nicht. gefunden. Ah ja, Kassette. Die hatte ich vorher nicht, die habe ich schon aus der Höhle. Oh nein, ich sterbe schon wieder. Was zum Henker. Das ist doch nicht ja, wahr. Was passiert? Kann ich mich wiederbeleben? Moment, ich habe Medizin, also.